Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zur, ich freue mich sogar, zweiten Folge Road to Mastery. Ich weiß nicht, warum ich klinge wie so ein halber Amerikaner. Road to Mastery, heute machen wir die Minibug fertig, gucken dann, ob wir mit der Tag V noch ein Stück vorankommen. Und ich habe mir dafür etwas rausgesucht zum heutigen Thema. Und zwar, es ist ein ganzer Ordner von Fails, von Erfolgen und sonst was in meinem Leben. Lasst uns über Schulzeit sprechen. Man mag es kaum glauben, aber auch ich bin sehr lange zur Schule gegangen in meinem Leben, um genau zu sein, 13 Jahre. Und habe, und das war zu 100% gerechtfertigt, sogar die 10. Klasse wiederholen müssen. Und warum, erkläre ich euch gleich. Und ich habe hier auch ein Schulzeugnis aus der 10. Klasse. Ich habe mir das hier mal rausgesucht mit meinen Abiturzeugnissen. Und ich will euch, bevor wir das Schmutzgame hier mal spielen, euch gerne vorlesen, was meine Lehrerin, nachdem ich dann die 10. Klasse wiederholt habe, erklärt hat. Ihr kennt es ja wahrscheinlich, in den Zeugnissen bis zur 10. oder so standen immer so Texte und sowas. Was machst du da? Weiß keiner. Ich lese mal vor, okay? Also. Bemerkung zu den Leistungen. Die Leistungen in Sport und Musik sind nur schwach ausreichend. Kevin arbeitet im Allgemeinen aufmerksam mit und beteiligt sich interessiert und rege am Unterrichtsgespräch. Obwohl er die Hausaufgaben nie zuverlässig erledigt, zeigt er im Unterrichtsgespräch, dass er nicht nur den Unterrichtsstoff in vielen Fächern zutreffend wiedergeben, sondern häufig auch in neuen Zusammenhängen anwenden kann. Ich will ehrlich sein, sowas wie Hausaufgaben habe ich immer verachtet. Es war für mich immer Zeitverschwendung und ich habe sie wirklich nie gemacht. Kevin zeigt zumeist freundliche Umgangsformen, zumeist, hält sich aber nicht an die Regeln der Schule, so wie den Absprachen. Ich hatte in meinem ganzen Schulleben, ich bin 1. bis 4. Klasse Grundschule, da bin ich noch gut durchgekommen. Und ab der 5. war ich auf dem Gymnasium in Bergedorf, ein Stadtteil in Hamburg. Und ich glaube, ich habe von der 5. bis zur Abiturklasse 5 Schulverweise gesammelt. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal drüber sprechen. Nicht alle waren gerechtfertigt. Er muss lernen, Mühen und Anstrengungen auf sich zu nehmen, auch wenn diese ihm nicht sofort einsichtig erscheinen. Stattdessen entzieht er sich vielfach den Anforderungen der Schule. Immer wieder erscheint er zu spät oder bleibt Unterrichtsstunden einfach fern. Allein im letzten Schulhalbjahr hat Kevin 47 Unterrichtsstunden ohne triftigen Grund gefehlt. Ich will ehrlich sein, Leute, es war dadurch, dass ich sitzen geblieben bin, davor, ich war auf so einem kleinen Alkohol-Drogenrausch, das war echt nicht gut. Ich war aber 16 geworden, kam in die 10. Klasse und habe halt relativ entspannt schon arbeiten können nebenbei. Und ich habe es irgendwie immer geiler gefunden zu arbeiten, anstatt zur Schule zu gehen. Da die 47 Stunden waren also nicht ohne triftigen Grund, sondern ich wollte Geld verdienen. Was in der Schulzeit vielleicht nicht die beste Idee war im Nachgang. Es geht aber weiter. Im Gegensatz dazu drängt er sich während des Unterrichts mit seinen Interessen zu sehr in den Vordergrund. Er muss sich bemühen, diese Sonderrolle abzulegen und sich stärker in die Gemeinschaft einzufügen. Dass er dazu sehr wohl in der Lage ist, zeigt er in der Gruppenarbeit oder in Gruppenprüfungen, indem er in vorbildlicher und kooperativer Weise seine Mitschüler unterstützt und führend agiert. Ha, Führungsperson, ha. Teils übernimmt er Aufgaben für die Klassengemeinschaft. Es wäre jedoch schön, wenn die Bereitschaft auch nachhaltiger wäre. Das, meine Freunde, ist mein Abschlusszeugnis aus dem Schulhalbjahr 10. Und jetzt lasst uns in die erste Map gehen und ich erzähle euch ein bisschen über meine Schulzeit. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen und wir haben ja damit schon angefangen, die Minibug auf Mastery. Das bedeutet, ihr seht das links unten, uns fehlen 55 Abschlüsse mit der Orientarnung, damit diese Mastery durch ist. Das wird die erste sein, die wir in dieser Serie hier live haben. Das heißt, lasst ein Like und ein Abo da, meine Freunde, damit diese Serie auch die Liebe bekommt, die sie verdient. Denn ich muss euch eins ganz ehrlich sagen, es ist sehr privat, was ich hier anspreche, aber ich habe das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt auf YouTube für mich ist, euch so eine Serie näher zu bringen. Und das Spiel sucht schon wieder einen Ping mit 77 Millisekunden und mehr. Das heißt, es kann durchaus sein, nachdem ich gestern nicht mehr geshadowbannt war, dass ich wieder geshadowbannt bin. Mein Gott, ich hoffe so sehr, dass SM Square demnächst echt rauskommt. Ich halte dieses Spiel nicht mehr aus. Wenigstens eine gute Karte, lasst uns loslegen.
Erste Map, 70er bis 80er Ping bei 15% Paketverlust. Und ich sag's euch, wie es ist, ihr spielt's trotzdem, Runde hat auch schon begonnen, Gegner hat schon Drohne, ich sterbe instant, perfekt. So, das ist die erste Runde, die ich spiele, Level 250, mein Team wird komplett zerstört. Nein, das spiele ich nicht. Das Spiel sucht für mich von der allerersten Sekunde Lobbys mit einem Ping über 60. Es sucht nicht einmal eine Lobby mit 20er, 30er Ping. So weit sind wir mit dem größten COD aller Zeiten. Guckt euch den Ping an. Jetzt sind wir in der Lobby, die auch schon wieder läuft mit einem 60er Ping in Abschuss bestätigt. Wir versuchen trotzdem irgendwie was draus zu machen, auch wenn ich wirklich bei Gott hoffe, dass ich nicht der einzige Spieler auf der Welt bin, der diese Probleme hat. Und bitte sagt mir, dass dasselbe euch auch andauernd passiert. Er macht einen Schwimmer. Er läuft einfach weg. Wir holen ihn trotzdem, kein Problem. Also, erstmal grober Überblick über meine Schulzeit, Freunde. Ich war ein miserabler Schüler. Ein absolut miserabler Schüler. Gott sei Dank bin ich in COD ein kleines bisschen besser. Ich habe nichts in der Schule ernst genommen. Wirklich gar nichts. Es war mir egal, was Lehrer zu mir gesagt haben. Es war mir egal, was Mitschüler von mir gedacht haben. Lobby sieht gar nicht so schlecht aus. Es war mir wirklich alles egal und das habe ich so lange auf die Spitze getrieben, bis es irgendwann es kam irgendwann der Punkt, an dem mir dann gesagt wurde, ja, du kriegst jetzt kein Abschlusszeugnis, sondern, wenn du willst, ein Abgangszeugnis. Und für die von euch, die in der Schule schon mal ein paar Probleme hatten, Abgangszeugnis, wow, ist nichts anderes, als ihr geht nach der 10. Klasse aus der Schule raus, habt sogar euren Realschulabschluss verkackt. Ihr kriegt, so wie ich, gar nichts hin. Euer Leben ist vorbei. Also wirklich, das ist ein Abgangszeugnis. Und der Grund dahinter war, dass ich, als ich in der 10. Klasse war, okay, mein Ping ist ungefähr bei, ich weiß nicht, gefühlt 800 Millisekunden. Es ist so, wenn ihr, so wie ich, so ein bisschen Alkoholproblem entwickelt in der Schulzeit und vielleicht ein Drogenproblem und ich habe jetzt keine harten Drogen genommen, aber ich fand so, bevor ich 16 war, geiler, jeden Tag besoffen zu sein. Jeden Tag einfach hier und da mal was Leckeres zu sich nehmen, mal was Leckeres rauchen. All solche Sachen, die in Maßen, vor allen Dingen das Trinken, vielleicht ja noch legitim sind. Aber definitiv an dem Moment, wo man deswegen Schule und alles so ein bisschen sausen lässt. Und ich garantiere euch eins, ich habe alles sausen lassen. Ich bin nicht mehr in Unterricht gegangen. Ich habe mich nicht mehr drum geschert, was meine Lehrer machen. Ich habe mich nicht mehr drum geschert, wie viel Fehlstunden ich habe. Kein gar nichts. Ich habe wirklich es so hart übertrieben, dass ich in der 10. Klasse, ich glaube, insgesamt 5 oder 6 Sechsen bekommen habe, weil ich einfach nicht mehr in der Schule war. Komm her! Ja. Ich komme in solche Runden rein. Also, falls sich jemand von euch fragt, warum ich aktuell im Stream nur Shipment spiele, es liegt an sowas hier. Ich weiß echt nicht, was der Plan mit diesem Game hier ist von diesen Entwicklern. Man kann übrigens kein Feedback mehr geben. Infinity Ward. Jedes Mal, wenn Infinity Ward jetzt auf Twitter etwas schreibt, kann niemand mehr antworten, dem Infinity Ward nicht selber folgt, weil sie keine Lust mehr hatten auf Kritik und Feedback. Es war halt so wirklich, dass ich dann in der 10. Klasse sitzen geblieben bin und das war auch der Punkt, wo ich schon anfing, nebenbei zu arbeiten. Es gibt eine Steakhouse-Kette in Deutschland, die heißt Blockhaus. Die gibt es eigentlich in jeder Stadt in Deutschland. Ich bin mir sicher, viele von euch kennen das Blockhaus. Und die haben auch ein Unternehmen gehabt, ein Nebenunternehmen, das hieß Jim Block. Da konnte man Burger braten, Burger verkaufen. Es war halt ein besseres McDonald's eigentlich. Und in diesem besseren McDonald's hatte ich, als ich 16 wurde, angefangen. Denn zu Hause mit meiner Mutter war nicht so geil Kirschen essen und so, das war alles ein bisschen schwierig und ich wollte ein bisschen mein eigenes Geld verdienen, ich wollte eine Chance haben, mir meine Zigaretten zu leisten und mein Alkohol ohne betteln zu müssen bei meiner Mutter oder was ich halt meistens gemacht habe bei meinen Großeltern, die Gott bewahre, wirklich die tollsten Menschen der Welt sind, beziehungsweise mein Opa leider verstorben, aber das ändert nichts daran, dass er einer der tollsten Menschen war, absolut eklig hier. Und lief es halt darauf hinaus, dass ich gesagt habe, ich fange da an zu arbeiten,
Hab deswegen auch und wegen der ein oder anderen Party die ein oder andere Schulstunde vielleicht nicht wirklich besucht. Und es ging halt so weit, dass ich dann sitzen geblieben bin und in der Schulzeit war dann für mich Sommerferien und ich hatte zwei Optionen. Option 1, die ich hatte, war. Wow. Die Option war dann halt akzeptieren, 9. Klasse, Hauptschule, gehst ein bisschen arbeiten, guckst, was du aus deinem Leben machst, oder ich reiß mich zusammen und es war wirklich nicht einfach, mich zusammenzureißen. Zu Hause war es schwierig. Meine Mutter war schwierig, das Verhältnis zu ihr war schwierig. Meine Großeltern haben mich Gott sei Dank unterstützt. Aber so richtig Bock auf Schule hatte ich nicht. So richtig Bock auf irgendwas hatte ich generell nicht. Ich musste aber was machen und ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, Gas zu geben. Ich habe mich dafür entschieden, die 10. Klasse zu wiederholen, was im Nachgang betrachtet eine verdammt gute Idee war. Ich habe einfach zwei Kills. Die Runde ist gleich ein Viertel vorbei. Ich habe zwei Kills gemacht. Dafür bin ich dreimal um die Karte gerannt, um Gegner zu finden, die irgendwo campen und auf mich warten. Das ist das gesamte Game-Erlebnis auf den Karten nach 2 Monaten Modern Warfare 2. Und dann will mir einer erzählen, dass das fortschrittlichste COD aller Zeiten ist. Während Not... Was? Warum, Digga? Das ist ein bisschen neu in dem Game. Warum? Warum? Man kann doppelt weg. Auf jeden Fall habe ich dann die 10. Klasse wiederholt. Ihr habt den Text dazu gesehen und ich war, weil ich habe immer noch Fehlstunden gehabt, okay? Es war nicht so, dass ich keine Fehlstunden mehr hatte, aber ich habe die Fehlstunden so reduziert, wirklich, das war taktisch eine Meisterleistung, dass vielleicht irgendwo steht, ich sollte öfter da sein, aber dass eben nicht das passiert, was das Jahr davor passiert ist. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Was ist das für ein Spiel? Welcher Mensch spielt so? Wie, das, erzählt mir nochmal, dass das kein Game gemacht ist für absolute Kacknoobs. Erzählt es mir bitte nochmal. Ich möchte es einfach nochmal von euch hören. Einfach, weil es so witzig ist, wenn Leute sagen, das ist nicht für Noobs gemacht. Einfach so absolute Sentinels hier rumspielen. Wirklich, Sentinels, Bots, könnt ihr euch aussuchen, was es ist. Es ist irgendeine Mischung aus beiden, um ehrlich zu sein. So, was macht er da? Digga, das darf nicht. Das darf nicht wahr sein. Er hat das Game verlassen. Ich habe die 10. Klasse auf jeden Fall dann wiederholt. Ich habe sie dann halbwegs erfolgreich wiederholt. Zumindest so erfolgreich, dass ich nicht nochmal sitzen geblieben bin, weil dann wäre auch das Abitur vorbei. Und ich kann euch eins garantieren. Wenn ihr zu Hause nicht das geilste Leben habt, und ich weiß, dass viele von euch als Zuschauer eher in einem Alter sind, wo sie vielleicht noch zur Schule gehen, wo sie kurz davor stehen, ihre Schule zu beenden. Ich kann euch nur eins sagen. Egal, wie scheiße es ist, egal, wie wenig Bock ihr habt, das eine, das andere zu lernen, die eine Prüfung zu schreiben oder, ich garantiere es euch, Leute. Ihr müsst nicht super viel machen. Ihr müsst nicht super viel durchhalten. Schule ist am Ende des Tages anstrengend, nervig. Viele Sachen in der Schule ergeben für euch keinen Sinn. Und ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass die Sachen, die ihr in der Schule lernt, in manchen Fächern, so wie Mathe bei mir ab der 10. Klasse, noch einen großen Impact haben. Es sei denn, ihr sagt jetzt, ich will unbedingt Mathe studieren, ich will Mathe-Professor werden oder ich will die Chaos-Theorie unterrichten oder sonst solche Sachen. Viele Sachen aus dem Unterricht in meiner Schulzeit, das ist wirklich das allerschlimmste Game aller Zeiten. Viele Sachen sind so nebenbei irgendwie vielleicht mal aufgetaucht, aber hauptsächlich war es unsinnig. Aber trotzdem muss ich euch sagen, habe ich es, weil ich die Schule beendet habe, erfolgreich beendet habe, mit meinem Abiturabschluss, der übrigens Schnitt 3,4, also ist nicht so, dass ich irgendwie mit einem 1er-Schnitt durchs Abi bin, aber ich habe es bestanden und das war das Ziel von Anfang an. Das war meine persönliche Motivation. Ich hatte wirklich ein sehr schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter. Das Verhältnis zu meiner Mutter war echt schwierig damals und es ist heute eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, auch nicht besser.
Das kann an uns als Charaktere liegen oder sonstiges. Aber ich kann euch garantieren, egal wie schwierig ihr es habt, die Schule einfach nur durchzuziehen. Selbst wenn ihr mit Pauken und Trompeten irgendwo mal durch eine Klasse kracht. Alles ist besser, als wenn ihr einfach in der 9. oder 10. Klasse, wenn ihr mehr könnt, aufgebt und sagt, naja, ich mache jetzt irgendwie einfach nur nebenbei arbeiten oder ich guck mal. Und mein gesamter Weg war von der Schulzeit an einfach komplett anders. Komplett. Ich habe meine Schule gemacht, wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll und bin dann zur Bundeswehr gegangen, obwohl ich in der 10. Klasse wiederholen musste. Und man muss es auch ganz ehrlich sagen, Leute, ich habe ja gesagt, ich bin kein Musterschüler gewesen. Ich habe so gut wie nie meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe wirklich so viele Fehlstunden gehabt. Ich habe so oft in der Schule gefehlt. Alles Mögliche. Wirklich, wenn ich sowas schaffen kann, dann könnt ihr das aber locker, ohne euch Gedanken machen zu müssen, wie. Also wirklich, das ist auch mein absoluter Ernst. Jeder von euch ist in der Lage, seine Schulzeit vernünftig zu beenden. Ich habe 5 Schulverweise gesammelt. Ich habe eine Klasse wiederholt. Ich habe so viel Scheiße in der Schulzeit gebaut. Ich habe die Turnhalle in Brand gesetzt. Ich habe einen Molotow-Cocktail selber gebastelt und habe den in die Turnhalle geworfen, als da gerade Mädels und Jungs beim Sportunterricht waren. Wie dumm muss man sein? Ich habe einen Mitschüler verprügelt. Ich habe einen sexistischen Witz ausgedruckt, den meine Mutter damals ausgedruckt hat, beziehungsweise mir geschickt hat. Das war ein sexistischer Witz, was meine Lehrer nicht so witzig fanden. Ich fand es aber witzig, um ehrlich zu sein. Den habe ich ausgedruckt und dachte, meine Lehrer würden mit mir drüber lachen. Ich habe für sexuelle Belästigung, die Schule hat das als sexuelle Belästigung gesehen, habe ich einen Schulverweis bekommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das war zu dem Zeitpunkt bereits mein dritter und ich habe eine Woche nur dafür in der Schulbibliothek verbracht und durfte mir da meinen gesamten Unterricht sozusagen, naja, selber beibringen. Also wirklich, ich habe so viel Scheiße gebaut. Ich bin unfreundlich gewesen, ich bin respektlos gewesen. Ich habe Schule geschwänzt, ich habe mehrere Unterrichtsstunden geschwänzt, ich habe bei Prüfungen belogen. Ich bin wirklich das beste Beispiel für einen Schüler gewesen, den sich keine Schule wünscht. Meine Schulleiterin war ehrlich gesagt auch eine ziemliche Idiotin, das muss man auch fairerweise sagen. Aber all diese Sachen habe ich gemacht und habe es trotzdem geschafft, ein Abitur abzulegen und habe mich dann entschieden, dass ich nach der Schule, und das ist ja auch eure Entscheidung, nicht direkt zur Bundeswehr will oder sonst irgendwelche Sachen machen will, nicht direkt eine Ausbildung machen will, sondern zur Bundeswehr will. Und genau das habe ich getan. Ich bin instant nach der Schule zur Bundeswehr. Ich habe meine Ausbildung sozusagen geskippt. Es ist unfassbar, wie die Menschen hier spielen. Es ist unfassbar. Habe meine Bundeswehrzeit, meine Grundausbildung gemacht, 3 Monate war die. Habe mich zu dem Zeitpunkt bereits verpflichtet, so dass ich noch mehrere Jahre da bleiben kann. Habe bei der Bundeswehr wirklich alles durchgemacht, was man als Soldat durchmachen kann. Und bin dann erst nach vielen Jahren Bundeswehr in meine Ausbildung zum Immobilienkaufmann und arbeite in dem Beruf nun hauptberuflich seit mittlerweile 6 Jahren, glaube ich, wenn man die Ausbildung mit dazu rechnet. Also ich habe auch keinen normalen Weg genommen, sondern ich habe den Weg genommen, der für mich passte. Und ich habe immer irgendwelche Kurven genommen und ich bin nie gerade ausgerannt. Es war übrigens eine absolut schreckliche Runde. Aber ich garantiere es euch, alle meine Runden sehen genauso aus. Leute, die campen, Leute, die so schlecht sind, dass mir der Begriff dafür fehlt. Und dieses Schulzeugnis, was ich euch gerade vorgelesen habe am Anfang vom Video, beschreibt eigentlich meine gesamte Laufbahn bis heute. Es ist bis heute so, dass ich mich nicht einfach an alle Regeln halte, dass ich oftmals tue, was ich für richtig halte. Ich habe natürlich mit der Zeit mehr gelernt, auf andere vielleicht einzugehen, aber so bin ich als Mensch und ihr seid genauso. Jeder von euch ist anders. Der eine ist voll fleißig und lernt ganz viel und ist vielleicht etwas introvertiert. Der andere ist vielleicht eher so wie ich, so extrovertiert. Der lernt nicht so gerne, so stumpf. Der lernt es eben, wenn er es macht, wenn er darüber spricht und wenn er es hört.
Einige von euch gehen gerne zur Schule, andere von euch gehen gerne zur Ausbildung. Einige von euch haben keine Lust auf eine Ausbildung, machen ein Studium. Einige von euch gehen zur Schule, machen einen Abschluss, egal ob Hauptschule oder Realschule oder Abitur, und arbeiten dann erstmal ein paar Wochen. Jeder von euch ist anders, aber ihr seht es, selbst jemand wie ich, der wirklich eigentlich alles falsch macht, was er falsch machen kann, fällt nicht durchs System, sondern hat an der einen Stelle Glück, an der anderen Stelle vielleicht Glück mit der Erziehung ein kleines Stück, vielleicht noch ein bisschen Fleiß, wenn man wusste, wo man ist. Es gibt immer eine Option für euch Leute, es gut oder vernünftig zu machen. Das Allerwichtigste ist eine vernünftige Schulausbildung. Nicht mal, weil ihr in der Schule unfassbar viel Sachen lernt, die für euch später vielleicht alle wichtig sind, sondern weil ihr etwas in der Hand habt, nachdem euch viele Jahre später aber keiner mehr fragt. Und das muss man sich immer im Kopf halten. Wenn ihr eure Ausbildung erstmal durch habt, fragt keiner mehr nach eurem Schulzeugnis. Wenn ihr euer Studium durch habt, fragt keiner mehr nach eurem Schulzeugnis. Das interessiert später keinen mehr. Es öffnet, ihr müsst das, ein gutes, vernünftiges Zeugnis als Schlüssel sehen für viele Türen. Ihr könnt eine Tür mit Sicherheit auch einbrechen, aber einfacher ist es, den Schlüssel zu nehmen, die Tür aufzuschließen und fertig zu sein. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, ich feiere diese Serie. Ich mag das, dass wir hier die Chance haben, ein bisschen persönlicher, privater zu sprechen. Ich hoffe so sehr, dass ihr das so ähnlich fühlt wie ich. Jetzt werde ich mich die nächsten 3-4 Stunden an die Cuts setzen. Ich versuche es ein bisschen witzig und trotzdem gut zu machen. Lasst gern ein Like da, Leute. Lasst einen Kommentar da. Welche Klasse geht ihr? Habt ihr Bock auf Schule? Seid ihr genauso wie ich, so faul und dumm und so? Lasst auf jeden Fall einen Kommi da und lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ich bin raus.